Hey, ist das ein Sternchen? Was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil The Bus. Wir fahren heute mit der Linie 200 hier von der Herzallee bis nach Michelangelo-Straße. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. Ich hoffe, ihr habt auch den besten Busfahrer Berlins vermisst. So, wir starten hier mal ganz kurz alles. Das geheime Passwort wird eingegeben und dann natürlich nochmal die Linie ausgewählt mit dem Kurs 6. Und dann lassen wir die Jungs und Mädels einfach mal hier einsteigen. Ne? Ich habe mich hier übrigens für das schönste Berliner Wetter momentan entschieden. Ich benötige ein Ticket. Jo, das ist aber mal okay, dass du das benötigst. AB, ein Einzelfahrschein, den kannst du haben, den kannst du haben. So, zack, gezahlt und dann nochmal ein bisschen Rückgeld für dich. Aber das muss ich auch mal hier an dieser Stelle sagen, nur weil ich heute ganz, ganz nett drauf bin. Ne? Es ist nicht immer der Fall, aber heute bin ich wirklich mal nett. So, schließen wir mal die Türen und fahren dann mal los. Die nächste Station übrigens hier auf unserer Route, dann auch gleich mal der Zoo. Ich war vor kurzem hier am Zoo und wollte ich nur mal hier erwähnt haben. Wie ihr sehen könnt, also ne, wie schon auch bereits erwähnt, schönstes Berliner Wetter, für das ich mich hier entschieden habe. So habe ich definitiv die letzten Wochen erlebt. Kann man nicht anders sagen. So und nicht anders. Ich bin übrigens auch vor kurzem, das war an dem Tag, an dem ich auch im Zoo selber war, dachte ich mir, ja Menschenskinder, wenn wir hier schon drin in diesem Spiel die schöne Linie 200 haben, ja Mensch, dann kann man die doch auch verwenden. Ich habe zwar nicht so viele Flixbusse hier gesehen, aber ich bin da vorne dann mal eingestiegen in die Linie 200 und dann mal ein bisschen mit der Linie hier rumgefahren. Man hat ja sonst nichts anderes zu tun, ne? Und ja, die Linie, die kann sich sehen lassen. Ich bin jetzt wirklich nicht weit gefahren. Aber das, upsala, wir müssen hier mal ganz kurz mal hier rein. Aber das, was ich gesehen habe, war schon mal nicht so verkehrt. Gut, also hier mal eingestiegen. Ich bin aber auch zum Bus gerannt, muss ich euch ehrlich sagen. Ich war da schon so, oh, ich weiß nicht, ob ich ihn verpasse. Ich habe mir da mal einen, so, die Bremse funktioniert heute nicht so ganz wie gewohnt. Ich habe übrigens auch hier mal die manuelle Türsteuerung ausgewählt, damit ich ein bisschen mehr zu tun habe. Man muss ja einfach mal hier sukzessive sich rantasten an die Bedienung. Ja, ich habe mir einen Bubble Tea geholt gehabt und dann einfach versucht nochmal irgendwie schnell an den Bus zu gelangen. Na gut. So, genug aus meinem Leben. Ich hoffe, ihr habt hier auch eine schöne Fahrt, die ihr mit mir erleben werdet. Das wird definitiv ein meisterlicher Ritt, den wir nicht vergessen werden. So viel kann ich, denke ich mal, schon mal sagen. So, Kollege, ich muss einfach mal hier reinfahren. Ne? Ich muss einfach mal hier reinfahren. Ich muss auch mal ganz kurz, wie war das nochmal? How much is the fish? So. Ich möchte, sorry, es tut mir leid, ne? Vielleicht gibt es Leute unter euch, die mögen solche Spielunterbrechungen nicht, aber ich brauche Bilder. Ich brauche Bilder, damit ich meinen Urlaub in Berlin faken kann, nein, Spaß. So, ich brauche einfach mal vielleicht so das ein oder andere Bild fürs Thumbnail. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. So. Ja, wir sind doch hier unter uns, oder? Wir sind doch hier unter uns. Ach ja, dann haben wir eigentlich nur noch die Linie 100 vor uns. Und, ja, dann können wir uns nochmal um die anderen Linien kümmern und da noch ein bisschen Spaß haben, ne? Aber auf die habe ich mich jetzt so, schon so ein bisschen gefreut. Als ich da gefahren bin, dachte ich mir so, ey, Mensch, geil, das wird die nächste Linie sein, die ich hier in dem Spiel dann mal durchfahren werde. Und ja, nun sind wir hier. Nun sind wir hier und fahren, upsala, sorry, und fahren hier an wunderschönen, so fahren wir mal hier auf die Busspur, an wunderschönen Gebäuden hier in Berlin vorbei. Ne? Ganz genau. Da, auf dieser Straße war ich. Auf dieser Straße war ich auch. Ach ja, Mensch. Kommt mir vor, als wäre es gestern. Liegt vielleicht daran, dass es gestern war. Nee, war es nicht, aber trotzdem. Wenn ich aber das Wetter sehe, ja, dann könnte ich denken, das war gestern. Oder auch vorgestern. Oder die letzten drei Wochen. Das kann auch sein. Immer mal wieder vom Regen überrascht. Ach ja, das ist wirklich toll. Denkst du so, ach naja, komm, ein paar Tropfen, das kriegst du noch hin. Und drei Sekunden später schüttet Gott alles aus Wasser aus diesen Wolken rausquetschen kann. Unglaublich, unglaublich. So, Sommer, wie ich ihn mir vorstelle.
Wirklich. Ne? So eine Woche mal wirklich Sommer gehabt, über 30 Grad, herrlich, so ein bisschen Sonne genossen und jetzt war's das. Wenn ich mir vorstelle, nächsten Monat haben wir schon wieder September, da ist der Sommer vorbei. Das war's. Wenn jetzt nicht nochmal hier etwas rausgeschöppert kommt, dann können wir nichts mehr machen hier diesen Sommer. Dann können wir nichts mehr machen. Was ist denn los, Kollege? Der fährt aber auch, meine Güte. Er fährt ja genauso wie ich. Ich glaube, ich muss ihm ein bisschen Zeit lassen, ne? Ja, ist okay. Der hat Probleme, der hat Probleme. Solange jetzt nicht der anfängt, der Wagen abzufackeln, ist das ja in Ordnung. Was ist denn da vorne eigentlich los? Sag mal. Ey, wir haben hier gerade mal eine Station angefahren und schon sehe ich hier die Verspätungen eintrudeln. So, Kollege, so aber nicht, ja? So aber nicht, auch wenn schon die Haltestelle vor mir ist. Aber das, bei aller Liebe, das tue ich mir nicht an. Da müssen wir jetzt einfach mal hier wirklich konsequent hier... Ich habe einen Fahrplan. Was ist denn hier eigentlich los gewesen? Wer von euch ist das Problem? Ja, Leute würden sagen, ich bin das Problem, aber das bezweifle ich auch an dieser Stelle mal. So, haben wir uns hier ein bisschen Zeit gespart. Das kann doch nicht wahr sein. Mann, Mann, Mann. Guck doch mal. Diese ganzen Leute, ne, die werden komplett nass. Die haben aber auch sommerliche... Den Sommer haben sie auch nicht vergessen, ne? So. Türen werden geöffnet. Guten Tag, alle mal bitte einsteigen. Wir haben einen Fahrplan. Ich glaube, wenn der Moment kommt, wo mir der Busfahrer das sagt, alle einsteigen, wir haben einen Fahrplan. Ja. Der kennt mich. Der kennt mich und meine Videos. So. Können wir denn hier, auf den Bussen ist ja eigentlich ein Sticker, wenn ich blinke, lass mich vor. Also sage ich mir das jetzt auch. Wenn ich blinke, und das mache ich, dann lass mich jetzt Gottverdammt nochmal vor. Kollege! Ich blinke, siehst du das nicht? Gut, ich hätte den natürlich auch fahren lassen können, aber muss ja nicht sein. Ich versuche auch hier nicht unbedingt immer gegen das Mikrofon zu kommen, aber ja, ich weiß nicht, wo ich das ansonsten so platzieren soll. Ja gut, übrigens hier die nächste Straße, wir haben hier gleich, also natürlich passend zum Wetter, wir müssten vielleicht mal auch gleich mal die Spur wechseln. Wir haben hier übrigens auch auf der linken Seite, das könnt ihr wahrscheinlich nur gerade sehr, sehr schwer erkennen, aber wir haben hier auf der linken Seite, lasst mich dafür mal ganz kurz wieder in den Fotomodus gehen, haben wir hier übrigens natürlich einen Eingang zum Zoo. Und daneben ist auch noch das Aquarium. So. Nur damit ihr es auch mal wisst. Ja, ich bin ja hier nicht nur als Busfahrer unterwegs, sondern auch als euer Tourguide. Und dieser Aufgabe möchte ich natürlich auch gerecht werden und euch so ein bisschen was hier über die Stadt erzählen. Das nächste Mal, muss ich auch immer hier sagen, das nächste Mal müsste ich mich aber dann in Wikipedia schlau machen. So, jetzt habe ich es aber komplett verkackt. Es tut mir leid. Sobald ich ein hübsches Foto habe, ja, hier übrigens das Aquarium. Gleich neben dem, neben einem weiteren Eingang zum Zoo. So. Sobald ich ein hübsches Foto habe, ja, ist alles in Ordnung. Guckt euch mal diesen schönen Bus an. Guckt euch mal dieses Teil an. Ach, ist das nicht herrlich? Ja, finde ich auch. Ist denn hier eigentlich der Sticker? Den müssten sie doch hier haben. Ja, genau. Guck mal da. Wenn ich blinke, dann sei lieber vorsichtig. So, machen wir nochmal ein Foto von hier oder so. So hier? Was meint ihr? So ist schön? Naja, wahrscheinlich eher weniger, ne? Aber gut. So, haben wir jetzt genug Spaß gehabt und jetzt müssen wir aber wirklich uns hier mal ein bisschen ranhalten. Der Zeitplan erdrückt nämlich. Gut. Wir werden dann auch in Kürze schon den Potsdamer Platz erreichen. Und ab da weiß ich dann auch nicht wirklich weiter. mehr habe ich ja auch nicht gemacht mit dem Bus. Also im sogenannten realen Leben. Ne? Im sogenannten realen Leben habe ich jetzt auch nicht so viel hier mit dieser Buslinie zu tun gehabt. Aber ich dachte mir, hey, wenn ich da schon mal bin, dann kann ich doch auch mal den Bus für eine Strecke nehmen, statt irgendwie eine Bahn oder so. Ne? Dann kann man auch mal hier sich ein bisschen schlau machen. War aber eine gute Strecke, man ist schön durchgekommen. Jedenfalls war das bei mir so
Ja, was war das? Das war so... Das war so... Müssen wir mal hier ganz kurz... Aber ja, ich weiß nicht, was ich getan habe. Das war so unter der Woche am Nachmittag, als man doch durchgekommen ist. Es ist nicht bei jeder Straße so in Berlin, muss man dazu sagen. Es ist nicht bei jeder Straße so, dass man gut durchkommt. Oh, weia. So. Oh, fuck. Fahrkünste, wie sie sein sollten, ne? Fahrkünste, wie sie sein sollten. Guten Tag! Okay, guten Morgen. 11 Uhr, aber ist okay. So, ich hoffe, alle sind drin. Und dann können wir weiterfahren. Muss ich eigentlich hier auf dem Radweg fahren? Ich bin ein großes Fahrrad. I'm a big bike. So. Ich hab Vorfahrt. Ich hab Vorfahrt. Okay. Langsam kann ich die KI einschätzen. Langsam kann ich die KI einschätzen. Die sagen sich, was Vorfahrt. Ich habe das größere Auto. Ich habe Vorfahrt. Gut. Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Alle trocken. Moin. Moin. Bitte. Jawohl. Kann ich das mit Karte zahlen? Ja, heute können wir machen. Heute können wir machen. Okay? Bitteschön. So, ich hoffe, alle sind drin, die unbedingt rein wollten. Dann schließen wir mal die Türen und dann geht es weiter auf unserer wilden Fahrt hier. Uiuiuiui. So. Okay, weiter geht's. Die nordische Botschaften sind die nächsten Gebäude auf unserer Tour. Da dann auch die nächste Haltestelle. Falls wir das hier ohne Lackbeschädigungen und Schäden an der Karosserie bewerkstelligen sollten. So. Wird mir alles vom Gehalt abgezogen und ich verdiene nicht viel. Gut. Busfahrer im kostenlosen Praktikum. Da bleibt nicht viel hängen, sage ich euch. An dieser Stelle einfach mal. Da bleibt wirklich nicht viel hängen. Ich habe auch versucht, während meiner Fahrt so links und rechts zu schauen, was es hier so Schönes gibt. Ja, gut, die Gebäude ist halt... Ich meine, es sind ja jetzt nicht einfach so Plattenbauten hingezaubert. Aber da gab es jetzt auch nichts, was mich so wirklich geflasht hat. Ne? Da gab es jetzt nichts, wo ich mir dachte, boah, krass, meine Güte, sieht das geil aus. Das war eher weniger der Fall. Ja gut, daher, ja. Aber hey, was soll's, ist halt hier trotzdem eine nette Strecke, die bestimmt spaßig wird. Ich glaube, wir fahren auch über den Alexanderplatz, also glaube ich jedenfalls. Ich habe jetzt mir nicht im Detail mal alle Stationen angeschaut, die uns hier noch erwarten werden. Aber es ist eine recht lange Strecke, daher, wir werden schon unseren Spaß haben, wir werden schon unseren Spaß haben. So, ist denn hier einer? Ich weiß gar nicht, ob hier auch so Stoppis gedrückt werden können. Die Stopptasten. Weiß ich gar nicht. Sehe ich das hier irgendwo? Frag mich nicht. So ein Sound wäre natürlich auch cool, ne? So ein Sound, damit man einfach weiß, okay, da hat jemand jetzt die Stopptaste betätigt. Das wäre auch nochmal cool. Einfach so ein akustisches Geräusch, damit man es weiß. Nicht, dass ich hier umsonst irgendwelche Stationen hier anfahre. Ne, dann kann man natürlich auch einfach durchfahren, wenn es so ist. Genau. Aber ich meine mal, ist halt alles natürlich hier noch Work in Progress und vielleicht kommt das ja noch. Ich freue mich über jedes Update, was hier dann in Zukunft erscheinen wird. Neue Linien, neue Strecken, das wär's. Es soll ja ein Hamburg-DLC rauskommen. Mich persönlich, muss ich an dieser Stelle mal sagen, mich persönlich interessiert das jetzt nicht so wirklich. Ne? Da würde ich dann doch lieber eher in Berlin bleiben. Mal gucken. Ne? Oh, ich glaube, das war ein Stoppsignal. Hoi! Das war ein Stoppsignal. Habt ihr es gehört? Ich glaube, das war das Stoppsignal. Ich hoffe, das war das Stoppsignal. So.
Ah gut, dann fahren wir mal hier ganz kurz ran an die Haltestelle. Da sind sowieso Leute, die einsteigen wollen, daher. Okay. So. Dann lassen wir die mal hier auch rein und raus. Falls hier jemand rein und raus will. Maybe. Okay. So, wer nicht will, der hat schon, wa? Aber ich, hey, ja, tatsächlich, ich wollte gerade mal darauf achten. Und ja, es gibt hier wirklich den Stopp-Sound. Ja, okay, alles super, top, dankeschön. Dankeschön für diesen Live-Patch. Nein, Spaß. Aber cool. Ja, das ist nice. Hier, dieser, da, seht ihr es? Seht ihr es? Jetzt war der Piepton. Ich habe den völlig überhört. Okay, ich habe nichts gesagt, Leute, ich habe nichts gesagt. Okay, dankeschön. Und dieser Knopf, der gerade leuchtet, das ist dann auch, damit ich hier das visuelle Signal habe. Alles klar. Wow. Ist ja mega. Ich dachte, das gibt's nicht. Ich habe halt einfach ein schlechtes Gehör. Dann ist das so. Dann ist das so. Ich muss das hier auf 200% Lautstärke regeln. So. Fahren wir mal hier rein. Und dann die nächste Station hier anfahren. Vielleicht wollen ja hier ein paar Leute unbedingt rein. Oh. Ah, ich sehe, da wollen noch Leute raus. Wunderbar. Guten Tag. Guten Tag. Okay. Gut. Ja, wie gesagt, wenn ich will, der hat schon. So. Dann ist das so. Dann ist das so. Ist mir egal. Ich fahre hier weiter. Gleich also die nächste Station hier. Eine vor dem Potsdamer Platz, beziehungsweise da sind wir schon am Potsdamer Platz, aber wir haben ja hier zwei Stationen. Was zur Hölle, alter Alien-Angriff? Die Invasion! Sie geht los. Was sind das für Spiegelungen? Oh, interessant. Na gut. Ist egal, wir fahren weiter. Würde es euch eigentlich stören, wenn ich jetzt am Potsdamer Platz, als eine Art Vorwarnung, wenn ich am Potsdamer Platz auch nochmal einen Screenshot mache? Komm, wir nehmen die Busspur hier. Wenn wir die schon haben, dann können wir die auch nehmen. Ich hoffe, das ist jetzt auch keine Abbiegerspur hier auf einmal. Oh weia, ich glaube, ich habe irgendjemanden geküsst gerade. Ah, ich weiß es nicht. Sanftes Tätscheln. Behutsam, mit dem Poliertuch bin ich rübergegangen. So. Hab nichts gesehen und nichts gehört. Okay, weiter geht's. Ah, sehr schön hier. Die Straßen sind leer. Da kommen wir gut durch. Ja, jetzt höre ich den Ton. Ich höre den Ton. Alles gut. Ich höre den Ton. Jo, wir kommen übrigens an dieser Stelle dann mal hier am Potsdamer Platz. Ah, roter Arm. Bah, kirschgrün. Upsi, die habe ich über... Ja, was soll's. Ich bin aber auch zu spät dran hier, ne? Also, ich hab's aber auch mit den Verspätungen. So. Wer hat nur nicht. Jetzt aber hier wirklich ganz, ganz hurtig. Rein da. So, und dann weiter geht's. Gut, jetzt müssen wir aber mal einen Spurwechsel machen, denn ich möchte hier nicht abbiegen. Jo. Ist okay. So. Machen wir mal ganz kurz hier einen Screenshot. Kann ich eigentlich die Autos entfernen? Nee, war, das kann ich bestimmt nicht machen. Das geht bestimmt nicht. Dass ich hier auf einmal Autos entfernen kann. Ist halt sehr, sehr viel los. Ich dachte, ich könnte jetzt noch so ein hübsches Bild machen vom Potsdamer Platz hier, aber das kann ich vergessen. Nee. Das kann ich definitiv vergessen. So, dann müssen wir weiterfahren. Na gut, vielleicht ja da vorne an der Bushaltestelle, ne, wenn die Leute einsteigen, dann können wir vielleicht nochmal ein hübsches Foto machen für ein Thumbnail. Mal schauen, welches es dann am Ende wird. So.
Aber pünktlich sollten wir jetzt ankommen. Nur 2 Minuten bis zur nächsten Station kommt, die ist doch hier gleich um die Ecke. Also, das sollte ja wohl kein Ding sein. Kommen wir hier auch pünktlich an. Ich fühle mich, als hätte ich hier sonst was intus. Bei meinen Fahrkünsten. Da würde ich ja davon ausgehen. Da würde ich aber auch ganz gewaltig davon ausgehen. Ach, jetzt habe ich es aber auch wieder mal komplett gut hinbekommen, ne? Na, jetzt aber hier hoch. Ja, so, komm. Steig ein, Kollege. Kollegin, sorry. Ja. Ja. Ah, komm, das sieht doch schön aus. Das sieht schön aus. Haben wir noch vielleicht eine hübschere Tageszeit für sowas? Oh, weia. Weltuntergang. Weltuntergang. So. Aber gut, das Ganze kann Berlin nur aufwerten. Müssen wir auch mal so sehen. So, schlimmer wird's nicht. Guten Tag. Guten Tag. Bitte einsteigen. Bitte aussteigen. So, die Türen hinten schließen wir auch. Und dann geht's weiter nach vorne. Ach nee, sorry. Warte mal. Nee. Ach so, ich bin zu früh jetzt hier gewesen. Ah. Ich dachte, hier wäre noch Busspur. Ich dachte, hier wäre noch Busspur. So. Gut. Ey, jetzt kann ich aber diesen Piepton auch gar nicht mehr überhören. Der ist jedes Mal untergegangen. Aber jetzt kann ich ihn nicht mehr überhören. Ich finde ihn im Bus, muss ich ehrlich sagen, also, ne, wäre ich Busfahrer, mir wäre dieser Ton richtig unangenehm. Mir ist es doch teilweise unangenehm, den Stoppknopf zu drücken, weil manchmal ist der Ton so laut. Moin, das tut mir immer leid, ne, wenn du das den ganzen Tag hören musst. Aber gut, auf der anderen Seite, irgendeiner muss es ja tun, ne. Ah, ich sag mir halt so, das ist voll unangenehm, wenn ich das selber den ganzen Tag hören müsste, ja. Da würde ich mir denken, hui, ui, ui, ui. Da wäre ich reif für den Urlaub. So, gut. U-Bahnhof Stadtmitte. Interessant. Das ist ja faszinierend. Ich glaube, hier fährt die U2 entlang. Ja, müsste, glaube ich, sein. Die U2 fährt hier entlang. So. Ich hatte hier mal in der Nähe, jetzt kann man ja aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hatte hier mal in der Nähe ein Praktikum absolviert. Das ist schon Jahre her. Aber hier in der Heidewitzka, was ist denn da vorne los? Unfall! Habt ihr das gesehen, da vorne die 2 Laster? Ich weiß zwar nicht, was sie da gemacht haben, aber bei aller Liebe. Normal sah das nicht aus. Aber wir haben hier ein bisschen Vorsprung, was die Zeit angeht. Niemand will raus, ne? Ja gut, dann können wir aber auch durchfahren. Also ganz ehrlich, da muss ich hier nicht stehen. Keiner will raus, keiner will rein. Ich sehe hier jetzt gar keine Personen. Also daher, ich würde einfach jetzt weiterfahren. Ich fahre hier jetzt weiter. Weil, also, keiner möchte raus. Keiner möchte raus. Daher würde ich persönlich sagen, weiterfahren. Ich weiß nicht, ob ich halten muss. Nee, muss ich nicht. Alles klar. Nächste Straße. So. Gut. Aber ich bin mir halt unsicher, was geht und was nicht geht. Aber wenn jetzt keiner raus wollte und keiner augenscheinlich da stand, ja, dann muss ich natürlich jetzt hier nicht halten, sondern kann hier ganz gechillt weiterfahren. Denn ich habe so das ungute Gefühl, diese Minuten, die ich jetzt an Vorsprung gewonnen habe, warum auch immer, die werden mir irgendwo abhanden kommen. Das Gefühl habe ich. So. Ich mein Gott, ey, ich war hier noch nie unterwegs. Das Ganze sieht so ein bisschen aus wie Marzahn. Heieiei. So, jetzt will aber jemand raus. Wow.
alles gut. Okay, geh durch den Busch. Alles in... Okay, ja, gut. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das ist in Ordnung. Da kann man auch einfach dagegen laufen. Er sieht so ein bisschen aus nach Marzahn, Allee der Kosmonauten so. Eieiei. Gut. Ja, interessant, ich war hier noch nie, deswegen. Schön, schön mal neue Orte. Es ist schön, Berlin mal zu erkunden. Ne, das Ganze virtuell. Jo, moin moin. Hallo. Hallo. Oh, ich denke, keiner möchte auch mehr raus, oder? Letzte Chance. Na, ich sehe sowieso nichts hinten. Gut. Vielleicht können wir an irgendeiner Station noch etwas länger warten. Gucken wir mal. U-Bahnhof Spittelmarkt. Wer will denn da raus? Wer will denn da raus? Niemand? Niemand? Niemand möchte raus? Ja, gut. Ja, wer weiß, wer weiß. Jetzt wird gedrückt. Jetzt wird gedrückt. Nee, noch nicht. Okay, gut. Aber wenn da jetzt keiner steht, dann würde ich weiterfahren. Dann fahre ich jetzt einfach weiter. So, schauen wir mal. Ah, okay, alles grün. Ach, sieht das geil aus, Mann. Sieht das geil aus. So, vielleicht ein bisschen auf die Straße konzentrieren. Oh, steht da jemand? Sieht die Station verwaist aus? Ja, die Station sieht verwaist aus. Na gut, dann geht's weiter. Fischerinsel, auch noch nie gehört. Gamescom 2023, ja gut, da bin ich nicht. Da bin ich nicht. Gut, wir müssen die Spur wechseln. Ist das hier eine Busspur? Na gut, scheint ja so. Gut, na dann, rums, rumsti wumsti. Können wir einfach straight durchfahren. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Da haben wir sie. Diese Fischerinsel. Bitteschön. Kommen sie rein, steigen sie aus. Ist mir egal. Wer möchte ein bisschen trocken werden, der kann natürlich hier gerne im Bus bleiben. Ja, guck mal, jetzt nur noch 3 Minuten, ja? Nur noch 3 Minuten, die wir hier haben. Also ich sag ja, das Ganze könnte mich teuer zu stehen kommen, wenn ich jetzt halt mit Absicht hier irgendwo etwas länger stehen bleiben würde. So, jetzt darf ich bloß nicht irgendwo dagegen fahren, aber diesen Anblick, guckt euch das mal an, ich habe es noch nie im Leben gesehen. Aber ich wollte das mal hier gezeigt haben. So. Wo machen wir denn so ein hübsches Foto? Machen wir es so? Dann habe ich vielleicht auch noch ein paar Fotos mehr. Hochauflösende Bilder. Aha. Wieso habe ich denn das nicht ausgewählt? Brauche ich wahrscheinlich nicht für ein Thumbnail, aber man weiß ja nie. So. Es tut mir so leid, aber solch schöne Ortschaften hier, mehr oder weniger, die muss man auch mal per Screenshot erkunden. Ja, machen wir es nur noch so hier. Oh, das dauert aber lange. Das dauert lange. So. Und dann am besten noch so ein Foto. Das kommt immer gut. Ja, machen wir es so. Ja, und dann haben wir hier unseren Spaß gehabt mit den Fotos. Ich hoffe, das reicht mir auch erst einmal. So, mal ganz kurz hier den Spurwechsel vollziehen. Müssen wir abbiegen, ja? Na gut. Was, die nächste Station in 7 Minuten? Boah, die ist aber auch ein bisschen entfernt. Ne? Gut, 360 Meter. Ja gut, wer weiß. Ne? Bei dem Verkehr hier in Berlin, da ist alles möglich. Ja, also nächste Station ist ja auch ein neuer Bahnhof. Und zwar das, ich habe es ja schon mal erwähnt, U-Bahnhof Rotes Rathaus. Die neuen Stationen der U5 einfach nur empfehlenswert, wenn man sich nette Stationen anschauen will. Es gibt schönere weltweit gesehen, aber ich sag mal so, für Berliner Verhältnisse ist das wirklich Luxus. Kann man nicht anders sagen.
Für Berliner Verhältnisse ist das richtiger Luxus. Ich kenne keinen schönen Bahnhof, muss ich ehrlich sagen. U-Bahnhof, ja. Kenne ich überhaupt gar keinen schönen. Außer die neuen U5-Bahnhöfe. Aber alles andere kannst du dir wirklich nicht antun. Die sind nicht schön, die sind nicht schön. Finde ich nicht. Überhaupt nicht. So. Ah gut, meine Meinung. Aber trotzdem, die sind nicht schön. Und jeder, der was anderes sagt, der hat einfach keinen Geschmack. Aber nur meine Meinung. Ach ja. Ja, die Zeit für den nächsten 4 Kilometer, sag mal, wo willst du mich hinschicken? Ja, aber jedenfalls die Zeit brauche ich auch für den Bahnhof. So, mal ganz kurz hier den weiteren Spurwechsel vollzogen. Und dann, ja, jo, ist okay. Du darfst sehr gerne aussteigen. Okay. Habt ihr gesehen? Einfach weg. Einfach weg. Despawned hier. So. Ich weiß noch gar nicht, wo er hin wollte. Aber er hatte eine Mission. Er hatte eine Mission und er hat sie fast hinbekommen. Aber auch nur fast. Ich hoffe, das Regenwetter macht euch hier nichts aus vom Spielgefühl her. Wahrscheinlich sind meine Unterbrechungen das Schlimmste daran. Aber ich wollte hier so ein bisschen Hauch von Realismus mit reinkriegen. Ich hätte natürlich das aktuelle Wetter nehmen können. Das ist ziemlich schön, nur ein bisschen bewölkt. Aber ich dachte mir, Mensch, okay, für die letzten Wochen, die hier in Berlin so an Wetter vorhanden waren, mit, naja, nur Regen oder bewölkt, muss auch hier mal ein Teil dazu erfolgen. Daher, wie gesagt, hier Gewitter. Ich hätte gedacht, hier wird jetzt wirklich Blitz und Donner und Hagel und Flammen emporschießen, aber irgendwie ist es halt bis jetzt nur so, ja, meh Wetter. Auf dem Bild sah das wirklich viel, viel geiler aus. Ich dachte, hier kommen die Blitze angeschossen. Achso, ich habe meine Hintertür, ne? Die sollte ich natürlich auch nochmal schließen. Bevor ich hier losfahre. Ja, ich dachte, da kommt ein bisschen mehr an Gewitter, aber ja. Gut. Muss ja auch nicht immer blitzen, ne? Und donnern. Aber es wäre schön gewesen hier, so richtig so Weltuntergang. Das wär's jetzt. Wie heißt es so schön? Bisschen Weltuntergang schadet nie. Oder so ähnlich. Ja, genau so oder so. So oder so war das. Ja, 5 Minuten bis zur nächsten Station. Und das sieht hier bei weitem nicht gut aus. Ach. Weiß ja nicht, wie die KI da durchkommen will. Also da müssen wir wahrscheinlich noch die ein oder andere Rotphase mitnehmen. Würde ich mal behaupten, also mindestens eine. Mindestens eine müssen wir jetzt hier mitnehmen. Aber es sieht gut aus. Wir kommen hier bis an die Ampel ran. Dann sind wir beim nächsten Mal durch. Ja, wunderbar. Vor uns übrigens Hackischer Markt, ne? Wenn wir jetzt hier die Straße runterfahren würden. Da könnten wir natürlich auch einen Straßenbahnsimulator nehmen und dann hier mit der ein oder anderen Straßenbahn vom Hackischen Markt Alex runterfahren. Ich finde das ja, also mir persönlich, ne, wäre ich jetzt hier vorne in der Straßenbahn aktiv und müsste halt Leute von A nach B transportieren. Alexanderplatz wäre für mich wahrscheinlich wirklich eine ganz schlimme Station. Hackischer Markt geht noch, da sind nicht so viele Leute unterwegs, das was ich so immer gesehen habe. Aber Alexanderplatz wäre für mich richtig ekelhaft, ne? Also, ich weiß nicht, kennt ihr den Alexanderplatz? Jedenfalls ein großer Platz, denn da kommen wir ja auch noch vorbei. Also so ähnlich wie hier gerade, ja? Aber jedenfalls halt auch ein großer Platz mit vielen Menschenmengen, vor allem am Wochenende, wenn das Wetter schön ist und die Leute shoppen wollen. Ja, und dann hast du weißt ja nie, sind da irgendwelche Leute auf Rädern unterwegs, die nicht nach links und rechts gucken und Kopfhörer aufhaben, so wie ich gerade, und dann einfach straight durchfahren, oder Leute, die, weiß ich nicht, aufs Handy gucken. Und das Problem ist halt bei diesem großen Platz, die Straßenbahn fährt direkt über den Platz. Da ist nichts abgesperrt oder so. Ja, da muss man halt also schon ein bisschen vorsichtiger fahren, damit man halt keine Leute erwischt, die einfach nicht auf die Straße schauen oder so. Das wäre mir halt ein bisschen zu stressig, muss ich ehrlich gestehen. Einmal habe ich es auch gesehen, gut, okay, da, wenn die Leute halt irgendwo von weit weg kommen und es nicht wissen, ja. Da ist auch einer mit dem Auto einfach über den Alexanderplatz gefahren, weil
du hast da halt eine Straße, in die kannst du einbiegen. Und dann kommst du halt auch direkt auf den Platz, wenn du Bock hast. da gibt's ja nichts, was dich jetzt aufhält. Ich hätte gerne ein Ticket. Also klar, da ist auch ein bisschen Polizeipräsenz, ja, die kann dich dann halt aufhalten, aber wenn du halt jetzt nicht weißt, so, yo, Alter, darf ich da jetzt hinfahren oder nicht, weil, keine Ahnung, habe ich jetzt eigentlich das Richtige ausgewählt gehabt? Na, ich hoffe doch mal. Ja, habe ich. Was wolltest du? Ach so, Karte. Ja, das ist ja super. Dann machen wir es doch mit dem Kartenterminal hier. Dankeschön. Ja, da wurde dann halt zurückgelotst, alles halb so wild. Der ist ja auch vorsichtig gewarnt. Der dachte sich auch so, meine Güte, was ist denn das hier? Ja. Aber na gut, wenn du es halt nicht weißt, dann ja. Landest du auf einmal mit deinem Auto auf dem Alexanderplatz und musst dich halt durch Menschenmengen manövrieren. Okay. Passiert. Gut, wenn wir schon beim Thema Alexanderplatz sind, die nächste Station übrigens hier, also Alexanderplatz vor uns. Diese Information ging nicht an die Fahrgäste. Eher für euch als Information, aber ihr könnt es ja auch hier sehen, ne? Als nächste Station, die uns hier erwartet. Gut, ja, ist okay, ihr dürft hier gerne aussteigen. Wahrscheinlich wollt ihr alle shoppen gehen oder natürlich auch in irgendeine S- oder U-Bahn aussteigen. Brumm, 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 brumm. Ja, ihr werdet es auch gleich sehen. Da wird gleich die heilige Scheiße abbiegen und dann. Was war denn das gerade? Ich habe eine Katze überfahren oder so. Ach Gott, ist das ekelhaft. Wach. Ist das eine schreckliche Station hier? So, guten Tag. Alle bitte einsteigen. Genau, also jedenfalls hier biegt dann die Straßenbahn ab und fährt dann ja, auf den Alexanderplatz rauf. Genau. Wäre jetzt nicht meins. Wolltet ihr noch einsteigen? Ist mir jetzt auch egal. Ganz ehrlich, ist mir jetzt auch egal. Ich habe es gerade nur im Rückspiegel gesehen. Jo. Danke. Hab's gerade nur einfach so im Rückspiegel gesehen, dass da vielleicht irgendjemand noch einsteigen wollte, aber der hat sich jetzt. Der hätte sich auch beeilen können, ne? Man hätte, bei dem Wetter kann man noch mal rennen. Jetzt mal ehrlich, also bei dem Wetter kannst du auch mal in den Bus reinrennen, ja? Na gut, die Leute hier sind ein bisschen verrückt. Guckt euch das an. Also alle in Sommerkleidung hier. Und dabei regnet das hier schon die ganze Zeit durch. Kann man nicht anders sagen. Alle Verrückte hier im Spiel. Alle Verrückte. Jo. Da also hier der Alexanderplatz. Es wäre schön, wenn man im Fernbus-Simulator auch vom Alexanderplatz aus starten könnte. Aber gut, okay, das ist ja jetzt auch was anderes, ne? Die Städte im Fernbus-Simulator sind ja auch nur auf das Nötigste runtergebrochen. Da wäre es jetzt ein bisschen zu viel verlangt, jetzt auch noch irgendwo da den Alexanderplatz mit reinzuquetschen. Oder kann man das? Ich bin immer nur vom Zopf gefahren. Ich weiß, du kannst ja in die andere Richtung auch noch fahren beim Fernbus-Simulator, was Berlin angeht. Aber ich glaube, du bist da am Alexanderplatz irgendwo mal rausgekommen. Ich weiß es nicht. Ich könnte mich aber auch nicht erinnern, irgendwo mal den Alexanderplatz ausgewählt zu haben, um von da starten zu können. Na gut. Aber jedenfalls, von da starten ja auch ein paar Fernbusse. Jedenfalls, das war mein Stand vor zig Jahren. Aber daran hat sich vielleicht auch nichts geändert. Ne? Gut. Ich quatsch euch einfach hier. Meine Güte. Das war aber ein Dicke drin, sage ich euch. Boah. Das kam jetzt gerade unter die Räder. Was auch immer das war, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Jetzt lebt es definitiv nicht mehr. Ja, können wir gleich das nächste Mal abbiegen. Ja, also wie gesagt, ich quatsch euch hier einfach voll, weil Unterhaltung und so, ne? Ihr kennt es doch. Unterhaltung und so ein Krimskrams. Aber jetzt müssen wir mal wirklich hier ehrlich sein. Ich finde das Spiel von der Map her, und ich kann das nicht oft genug sagen, und sowas muss einfach gewürdigt werden, super umgesetzt. Diese Größe, die man hier befahren kann in diesem Spiel und diese, ja, Liebe zum Detail, was das Original angeht, das muss einfach belohnt werden. Es ist mega. Ich möchte gar nicht wissen, wie aufwendig das ist. Oder war. Wie aufwendig halt so Teilstrecken sind, neue. Oder halt neue Linien einzupflegen. Aber es ist Hammer. Es ist wirklich Hammer geworden. Kann man nicht anders sagen. Mega.
Also wirklich, da muss man einfach mal ein Lob aussprechen. Das sind Leute, ja. Also, wow. Finde ich toll. Also für mich natürlich jetzt hier so als Spieler wirklich eine Augenweide. So. Guten Tag, hier die nächste Station angefahren. Wunderbar. Bitte alle einsteigen. Gut. Ja, da kommen sie. Hinterm Baum haben sie sich versteckt. Unfassbar. Gut, ich denke, keiner möchte mehr raus. Dann können wir auch schon weiterfahren. Jungs, nicht hier auf der Straße rumlaufen. Nicht auf der Straße rumlaufen. So, müssen wir abbiegen? Ja, wir müssen abbiegen. Ja, komm, dann einmal hier komplett rüberrutschen. Oh, noch einmal rüberrutschen. Nice. Ja, herrlich. Jetzt nochmal die ein oder andere Straßenbahn, die an uns vorbeifährt, das wär's auch nochmal. Das wärst du, meine Güte. Das wäre es jetzt auch nochmal. So, vielleicht sollten wir mal auf die Spur treffen. Und dann hier die Busspur treffen. Ich frage mich, was hier denn jetzt noch alles so an Stationen anfallen. Boah, ist aber auch schon eine lange Strecke hier. Ist wirklich schon eine lange Strecke. So, gut. Keiner will rein und keiner möchte mehr raus. Na dann, auf und davon. Gleich sollten wir mal hier abbiegen. Baustellen. Dafür ist Berlin auch bekannt. Definitiv. So. Na dann. Das ist schön, dass wir jetzt am Friedrichshain sind. In Berlin gibt es sehr viele Friedrichs. Die Friedrichstraße, Friedrichsfelde, Friedrichshain. Ja. Man könnte meinen, der Friedrich sei eine wichtige Person gewesen. Spart euch die Kommentare. Sag mal, woran liegt denn das hier eigentlich? Ich weiß an meinen Fahrkünsten, aber woran genau? They see me bumping. So. Okay. Ist ja auch egal. Ja, witzig. Ein bisschen Spaß, ne? Ein bisschen Spaß bei der Arbeit. Ist ja nicht verkehrt. Oh, ich freue mich auch auf die Linie. Ja, okay. Ich weiß gar nicht, ob ich die 100er... Mit der 18 Meter Variante auch fahren möchte, aber jedenfalls die 245, die würde ich dann gerne mit der 18 Meter Variante hier fahren. Das würde ich sehr gerne machen. Moin. Hi. Nochmal so ein Schlenkibus mit meinen Fähigkeiten. Oh, da ist wirklich Spiel, Spaß und Spannung für die ganze Familie geboten. So, Kollege, lass mich mal vorbei. Ich blinke. Hast du nicht den Sticker gesehen? Erster Tag hier in Berlin oder was? Ja, ich könnte mir natürlich auch für den Bus so ein Repaint machen und dann einfach so meine Fresse raufknallen oder sowas. Können wir auch machen. So. Ja, so langsam, aber sicher sollten wir hier mal auch die Endstation erreichen. Boah, schon eine ziemlich weite Strecke hier. Eine ganz wilde Fahrt. Aber guck mal auf die Uhr. 11.28 Uhr haben wir es hier in-game und Ankunft ist in 2 Minuten. Also ich kann mich nur noch mal an dieser Stelle an meine weisen Worte von vorhin erinnern. Ja, bloß nicht hier irgendwie extra Pause machen, ne? Die Zeit, die wird hier irgendwo fehlen. Und so ist es auch. Wollt jetzt eigentlich irgendeiner rein? Ja, hier. Moin. Moin. Jo. Das kriegen wir hin. Machen wir das so. Dankeschön. Den Fahrschein nicht vergessen.
So. Und dann geht's weiter. Hoffentlich jetzt nicht mehr allzu viele Stationen vor uns. Das ist schon echt eine wilde Strecke hier. Ziemlich lang. Ne? Was sagt ihr? Das hat schon was. Sehr viel zu sehen hier. Ja, auch wenn halt hier vielleicht sehr viel Regen mit dabei ist. Ein paar Blitzchen auch, aber ich sehe davon jetzt auch nicht so viel, ne? Man sieht es halt nur mal aufflackern. Jo, 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 jo. Dann mal alle einsteigen hier. Hi. 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 Gut, keiner will. Na dann, und davon. Die nächste Station wird angefahren. Ah, ist wirklich krass, wie lang diese Strecke ist. Ne? Ich habe es ja gesehen auf dieser Route, aber boah. Wenn du das dann auch mal abfährst, ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Wirklich, wirklich lange Strecke. Und das alles halt hier im Spiel dann zu modellieren, also wie gesagt, ne, Respekt, Respekt. Das ist wirklich krass. Das ist halt hier keine Mickey-Maus-Map. Gut. Einsteigen will keiner. Aussteigen vielleicht. Ja, was ist denn das hier? Hallo. Die wollen aber auch, dass ich zu spät komme. Nee, Kollege. Wenn du jetzt nicht einsteigst, dann ist es mir auch egal. Dann hau ab. So, ich mach die Türen zu. Der ist jetzt in der... Sag mal. Ich mag ja auch meinen Blick einfach nur auf die Straße gerichtet. Ich habe nichts gesehen. Hi. Yo. Ist bestimmt noch irgendein Platz frei, ne? Oh, nee, das sieht aber schon ganz gewaltig voll aus da hinten. Ja, gut, dann bleib. Okay, gut, dann hau ab. Bleib halt nicht hier vorne. Hätte ich noch erlaubt. Aber gut. Ich habe auch überlegt, ein paar Leute umzufahren. Ich dachte mir mal so an einem Tag so, oh, wie geil wäre es denn halt, wenn man auch so die Map selber erweitert. Und dann habe ich mir Videos dazu angeguckt und ich dachte mir so, oh nee, ey. Also die Geduld hätte ich nicht. Die Geduld hätte ich nicht, um die Map zu erweitern. So mit Strecken, die einem selber vielleicht so wichtig wären. Na, oder Linien. Also die Geduld hätte ich auf gar keinen Fall. So. Gut. Aber ich bin hier wirklich fasziniert, wie weit diese Strecke geht. Aber so langsam sollten wir uns doch wirklich mal dem Ende nähern. Langsam, aber sicher. Sehe ich denn hier eigentlich noch die anderen Stationen? Naja, gut. Aber wir sind noch nicht ganz am Ziel. Noch nicht ganz. Achso, ist hier eine Busspur. Na gut. Ja, was? Ich dachte, da war eine Busspur. Ja, dann halt nicht.
War da nicht gerade noch ein Symbol? Bus? Ne? Gut. Dann nicht. Boah. Aber es ist schön zu sehen, dass wir gleich am Ziel sind. Herrlich. Ich hoffe ja noch in der Zeit. Da muss ich vielleicht so ein bisschen aufs Tempo achten. Das sieht halt nämlich gerade so aus, als müsste ich es nämlich tun. Ja, wir, was waren das hier? 5 Minuten Vorsprung oder so? Alles weg. Ne, alles weg hier. Aber gut, es wird grün. Okay, let's go. Weiter geht's. Die nächste Station hier anfahren. Es geht um die Quote. Jetzt aber hier im Speedrun-Tempo. Los. Komm. Keine Karten kaufen, einfach durch. Ist mir egal, Gratisfahrt für alle hier. Los. Wie viele denn noch? Hi. Raus da, rein da, ist mir egal. Hauptsache, es geht weiter. Kann ja nicht sein, dass wir jetzt hier auf den letzten 2 Stationen auf einmal eine Verspätung reingedrückt bekommen. Nee, nicht mit mir. Da wird jetzt aber durchgezogen hier. Da wird jetzt durchgezogen. Und es ist auch wichtig, dass ich das mache, denn so viel Zeit muss sein. So, jetzt auch wieder. Los. Rein, raus, ist mir egal. Alle dürfen gratis fahren. Boah, sind das viele Leute. Wohin wollen die denn alle? Mann. Ja, und die nächste Straße ist dann auch... Straße. Die nächste Station ist dann übrigens auch unsere Endhaltestelle. Endlich. Mann, ist das wirklich eine lange Route, die wir hier abgefahren sind. Boah, krass. So. Hat sie gerade Michelangelo gesagt? Ich dachte Mikkel. Na gut. Ist mir auch egal. Guti. Dann einmal hier rein. Beten, dass wir jetzt kein... ich würde sagen, ich fahre einfach durch. Die Autos sind mir egal. Boah, ey, wir sind hier im tiefsten Marzahn angekommen, ne? Okay. Guti. Und einmal bitte bremsen. Wunderbar. Die Türen gehen auf. Und alle bitte aussteigen. Dieser Bus endet hier. Endstation. Alle bitte aussteigen. Können wir selber noch aussteigen? Ich weiß nicht, soll ich jetzt nochmal hier diese Türen öffnen oder so? Oder soll ich die zumachen? Mach sie mal zu. Weiß nicht, ob jetzt alle ausgestiegen sind oder nicht. Irgendwie erwarte ich jetzt hier noch so ein Endscreen oder sowas. Aber... Ja, ich würde doch gerne absteigen. Wie... So kann ich denn nicht aufstehen? Was war denn die... Ach Gottchen. So, kann ich jetzt noch irgendwas machen? Habe ich jetzt alle aussteigen lassen oder habe ich die nicht aussteigen lassen? Ich weiß es nicht. Ja, falls noch jemand drin sein sollte? Nee. Ah ja, alles klar. Okay, gut. Ja, whatever. Aber hey, immerhin. Also man kann, denke ich mal, festhalten, dass ich doch recht pünktlich angekommen bin am Ende. Das kann man, denke ich mal, so festhalten. Ja. Und das war die schöne Route jetzt hier 200 von der Herzallee bis runter ja, an den Rand Berlins gefühlt hier. Gab jetzt auch nicht mehr so viel zu sehen. Ja, aber wirklich eine sehr, sehr lange Strecke. Wir können uns das Ganze nochmal hier im Detail anschauen, hier mit der Linie. Guckt euch das mal an, ne? Ey, fast 50 Minuten, die du hier fährst. 50 Minuten, boah. Nicht schlecht, eine wirklich sehr, sehr lange Linie.
Eine etwas kürzere Linie, die wir fahren werden, ist dann hier übrigens die 100er das nächste Mal. Ich hoffe, darauf habt ihr auch genauso viel Bock wie auf diese etwas längere Fahrt hier. Die können wir ja einmal hier komplett umrunden, ne? Das ist ja bei der Zeit. Können wir einmal im Kreis fahren. Ja, geil. Wie gesagt, das war's. Danke fürs Zusehen. Macht das gut auch besser. Rinjahorn ist ja klar. Dankeschön fürs Zusehen. Mir hat's einen Riesenspaß gemacht und ich hoffe, euch auch.